Warum haben wir heute so viel Verkehr? Wir haben heute am Brenner 2,5 Millionen LKW und 14 Millionen BKW. Jetzt können wir uns alle die Frage stellen, was können wir zur Verkehrsvermeidung tun? Aber wir müssen uns die Frage stellen, wo ist dieser ganze Verkehr hergekommen und wo kommt er her? Und es ist der Überbegriff an Freiheit. Wir als Gesellschaft haben heute so viel Freiheit wie noch nie. Als es noch den eisernen Vorhang gab, stellte sich nicht die Frage, wie oft fahre ich nach Italien in den Urlaub. Und als wir noch die Schengen-Grenzen hatten und auch keinen freien Güterverkehr, gab es noch ganz andere Produktionsstandorte und die Wirtschaft funktionierte ganz anders. Wir haben uns an eine liberale, globalisierte Welt gewöhnt und unser ganzes Konsumverhalten ist so. Deswegen sage ich ganz häufig, der Brenner Basistunnel ist nur eine kleine europäische Antwort auf die sich verändernde Welt. Das zweite Thema, was man sich fragen muss, und ich bin mir durchwegs bewusst von dem, was ich jetzt sage, ist die Rolle der einzelnen Player. Österreich hat vom Brenner Basistunnel sehr wenig. Weil wenn ich es wirtschaftlich sehe, dann ist der südbayerische und der norditalienische Wirtschaftsraum diejenigen, die verbunden werden. In Österreich hat man eigentlich nur den Verkehr, den man dann verlagert hat, und man wird von diesem befreit. Als Österreich zur Europäischen Union ging, hatte man das Versprechen, 1 Million Lkw und es werden nicht mehr. Sie werden sich alle noch an das Ökopunktesystem erinnern. Und ich bin überzeugt, wenn morgen der Brenner Basistunnel fertig ist, dann wird jeder österreichische Politiker, egal welche Farbe er hat, auf die Straße gehen und sagen, es ist genug, wir nützen jetzt die Schiene. Und wenn wir dann das Problem haben, dass wir in Bayern nicht genügend Kapazitäten haben, dann können wir uns alle selbst auf die Mütze hauen. Weil Italien bereitet sich vor, es entstehen Terminals, es entsteht der Südzulauf. Es ist nicht alles perfekt, aber die Maschine läuft. Und wir brauchen dasselbe auch bis nach München. Das gesamte Bahnnetz muss ausgebaut und ertüchtigt werden, wenn wir morgen eine Alternative haben wollen. Und sonst dürfen wir uns nicht beschweren, dass bestimmte Wirtschaftskreisläufe dann auch nicht mehr funktionieren oder wir Einschränkungen haben. Und ich darf Ihnen vielleicht noch was sagen aus der Sicht der Bevölkerung hier vor Ort. Wenn Sie in Sterzing wohnen und an Samstagen einkaufen gehen möchten und Sie schaffen es in einer Stunde nicht von Ihrem Zuhause zur Sporteinrichtung, ins Einkaufsgeschäft oder sonst was, weil Touristen von der Straße abfahren, weil Lkw-Stau ist und so weiter, dann können Sie sich vorstellen, mit welcher Aggressivität die lokale Bevölkerung dem touristischen Verkehr, aber auch dem Transitverkehr gegenübersteht. Und wenn ich all das voraussetze, dann brauche ich keine weitblickende Person zu sein, um zu verstehen, dass es kein Weiter mehr wie bisher gibt. Und die einzige Alternative zu all dem ist aus meiner Sicht die Schiene. Die Schiene gehört gefördert und unterstützt. Sie braucht. Entschuldigung, ja? Das sagen ja auch die Bürgerinitiativen. Die behaupten ja immer, sie seien nicht gegen die Bahn, aber sie sagen halt, die bestehenden Gleise, die reichen schon aus. Wenn man da besser taktet, wenn man ein bisschen ertüchtigt, dann geht das. Also ich kann Ihnen nur eins sagen, ein ganz konkretes Beispiel. Wir haben ja auch zwei Zugleise hier, die von Brixen nach Bozen gehen. Wir haben hier 200 Züge in 24 Stunden. Wir haben einen Regionalverkehr mit 30-Minuten-Takt, der ausgebaut werden sollte auf 15-Minuten-Takt, weil es sich die Bevölkerung wünscht, aber wir haben keine Kapazität. Wir haben die Güterzüge, die Richtung Süden und Richtung Norden fahren, und wir haben die Eurocity-Züge. Jetzt kommt was Wunderbares dazu. Alle Medien haben berichtet, dass der Eurocity-Zug jetzt ersetzt wird mit dem wunderbaren Railjet, was die österreichischen Bundesbahnen gemacht haben. Jetzt ist es so, dass durch unser Wirken hier im Land Südtirol, vor allem Landesrat Daniel Alfreider, die Frecciarossa auch ein Konzept vorgelegt hat, um stündlich von Mailand nach München zu fahren. Das heißt, wir haben dann einen Schnittstellencharakter, dass wir einen Eurocity-Zug alle Stunden haben. Einmal von Trenitalia und einmal von ÖBB, gemeinsam mit der Deutschen Bahn natürlich abgestimmt. Das nimmt uns extrem viel Kapazitäten schon mal weg vom Personenverkehr. Das heißt, wir haben hier nichts mehr. Und jetzt kommen zwei weitere Dinge dazu. Die gesamte Eisenbahnstrecke muss immer mehr ertüchtigt werden. Infrastrukturen haben einen Lebenszyklus und eine begrenzte Zeitdauer. Schauen Sie sich manche Autobahnbrücken an, die gesperrt wurde, um zu ertüchtigen, die nicht mehr genutzt werden kann, weil niemand mehr das statische Gutachten unterschreibt. Das Thema der Lueck-Brücke ist ja nur ein kleines Beispiel von vielen. Es wird die Europabrücke kommen und so weiter. Aber auch die historische Brennereisenbahn, erbaut von 1860 bis 1867, ist am Ende. Wir hätten hier dringende Instandhaltungsarbeiten und diese Infrastruktur steht auch nicht so viel zur Verfügung, wie wir das gerne hätten. Die Dauernstrecke wird nächstes Jahr für über ein halbes Jahr gesperrt. Da redet niemand darüber. Das ist kein großes Ding.
Aber es gibt so viele Dinge, die dahin gehen. Und wenn ich heute in einer Diskussion bin und mich auf Einzelheiten verlasse, dann werde ich immer ein Argument finden, ich muss das nicht machen, der muss das nicht machen. Aber wir brauchen hier einen gesamtheitlichen Denkansatz. Also die Behauptung, dass zwei Gleise genügen, ist für mich nicht nachvollziehbar und wir können technisch widerlegen, ohne Probleme, dass das nicht geht. Und es ist auch immer wieder lustig, welche Experten sich zu Wort melden können und alles wissen, obwohl sie niemals in einer Betriebszentrale saßen und gelernt haben, wie man Züge takten muss, wie man Verspätungen mit wieder einbringen muss in ein System und den ganzen Zyklus auch mit der Instandhaltung, Wartungsarbeiten und so weiter einplanen muss. Also eine solche Arbeit von der Pike aufzulernen, ist ein harter Knochenjob. Und dann wird man auch sehen, dass man nicht einfach sagen kann, ich digitalisiere das jetzt, verringere die Abstände, die Züge fahren sowieso irgendwann computergesteuert und ich kann da einen Zug nach dem anderen durchlassen. Die Züge haben unterschiedliche Geschwindigkeiten, Züge haben auch wieder mal Probleme, so wenn ein Auto eine Panne hat. Und stellen Sie sich mal vor, wenn ein Zug auffällt, ist schon der größte Aufschrei. Ich kann nicht am Limit fahren und sagen, das ist der Standard. Ich brauche mehr Kapazität, um vernünftig arbeiten zu können. Wir fahren heute schon am Limit und wir können am Brenner heute keinen Güterverkehr mehr verlagern, weil wir keine Kapazitäten haben. Das ist Fakt und ist mathematisch dargelegt und ist nicht interpretierbar. Wenn wir dann aber wirklich von Verlagerung sprechen wollen, dann gibt es keinen Zweifel daran, dass wir mehr Trassen, mehr Gleise und auch mehr Terminals im bayerischen Raum brauchen. Sonst brauchen wir den Brenner Basistunnel gar nicht mehr weiterbauen, weil nur für eine regionale Lösung ist er zu teuer. Also ich maße mir jetzt nicht zu, vom politischen Versagen oder sonst was zu sprechen. Ich glaube aber, wenn es einen klaren, überparteilichen, politischen Willen gibt, hin zu einer nachhaltigen europäischen Verkehrspolitik, zur Stärkung der Wirtschaftsräume in Süddeutschland und Norditalien, dann darf man nicht um die Sinnhaftigkeit der Zulaufstrecke in Bayern sprechen, sondern nur um das Wie. Und auch beim Wie wird man irgendwann einen Punkt setzen müssen und sagen, das ist die Trasse und wie wir sie noch bauen und wo die Baustellen kommen, darüber sprechen wir noch.